Wiener. Alles für ihr. Ich bin Andreas Ferner. Ich bin Kabarettist, Lehrer und Vater. Und das ist die Maria. Das heißt, ich bin quasi wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Aber andererseits mag ich es genauso. Ich möchte, dass mein Leben vollgepackt ist. Was mir dabei sehr wichtig ist, dass das Fahrzeug für mich sehr gemütlich ist und unaufgeregt ist. Soll heißen, ich steige da einfach ein, alles funktioniert, dass ich einfach stark bei meinen Sachen sein kann. Vollgepackt heißt, in der Früh geht es gleich mal los. Natürlich meine Tochter in den Kindergarten bringen. Dann weiter den ganzen Tag unterrichten, Hausübungen verbessern und dann geht's ab, Regiebesprechung ins Kabarett und genau das mag ich, diese Abwechslung. Also Ferner im Lehrermodus bedeutet, ich mache diesen Job seit 18 Jahren, ich liebe ihn, wenn ich in der Klasse bin, dann möchte ich total für meine Schüler da sein. Ich animiere sie auch immer sehr stark, dass sie viele Fragen stellen. Da ist mein großes Ziel einfach, dass sie alles, was wir gemeinsam an Unterricht durch, an Stoff durchmachen, dass sie das wirklich verstehen. Und nach wie vor ist ein extrem herausfordernder, geiler Job. Also das Auto ist für mich ein wichtiger Gebrauchsgegenstand, um einfach von A nach B zu kommen. Bei meinen vielen Sachen, die ich tue, wäre es sonst eigentlich nicht möglich, dass ich das effektiv und gut bewältigen kann. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Technik-Nerd, aber ich nutze diese ganzen technischen Features sehr gern, weil sie praktisch sind. Und wenn sogar ich das zusammenbringe, dann muss das wirklich gut sein. Sei es jetzt einparken oder wie auch immer, dass ich da einfach eine angenehme Hilfe habe. Also ein Kabarettprogramm entsteht in erster Linie, dass man sagt, so, ich habe jetzt einen Premierentermin und wenn ich da genug Material zusammen habe, setze ich mich so bald wie möglich mit der Marion Di Mali zusammen. Das ist seit vielen Jahren meine Regisseurin, eine geniale Regisseurin. Mit ihr quasi gehe ich dann so durch, was wir dann davon bringen und auch natürlich, wie wir es bringen. Und diese Zusammenarbeit klappt seit vielen Jahren sehr gut. Wenn ich laufen gehe, ist es insofern angenehm, weil ich total runterkomme und da kann ich so richtig abschalten. Also mein Ziel seit vielen Jahren ist meine eigene Fernsehshow. Da bin ich dran. Und als Vater, also zwei Kinder reichen mir, da möchte ich ein möglichst guter Vater für diese beiden Kinder sein. Also die letzten Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, also erstens, ich scheiße mich jedes Mal extrem an. Also ich mache das jetzt, wie gesagt, seit 18 Jahren und bin vor jedem Auftritt extrem nervös. Deswegen habe ich meine Rituale, also ich meditiere vor jeder Vorstellung und dann einfach Sprung rein ins kalte Wasser und los geht's. Und mein neues Programm, noch bildungsferner, feiert jetzt am 5. Oktober im Radio Kultur als Premiere. In vielen Privatschulen heißt der Elternsprechtag wegen der gelifteten Mütter auch Tag des jüngsten Gesichts. Können Sie mir bitte immer eine E-Mail schreiben, wenn mein Sohn eine Hausübung bekommt? Klar. Und eine, wenn der Lucky am Klo war. Damit Sie wissen, ob er zu Hause noch Gaxi muss oder nur noch Lulu. Kia, the power to surprise.